Ja, dann habe ich hier eine Frage, da darf gleich der Herr Limmer weitermachen. Und zwar hat jemand über die Sparkasse ein sogenanntes Zertifikat als Geldanlage erworben. Jetzt wurde ihm von der Sparkasse mitgeteilt, dass das Zertifikat ausläuft und nur circa die Hälfte von dem Wert hat, was der Kunde mal eingezahlt hat. Ja, was soll er denn jetzt machen? Also zum Ersten soll er natürlich zum Anwalt gehen, der von der Materie was versteht und sich dort beraten lassen. Und das Problem bei diesen Zertifikaten ist in der Regel, dass die Sparkassenmitarbeiter die Leute nicht ausreichend darüber aufgeklärt haben, was sie denn da kaufen. Das liegt zum einen daran, dass sie natürlich unter unheimlichem Verkaufsdruck wie bei allen Banken stehen. Zum anderen, dass die oft selber nicht genau wissen, was sie da verkauft haben. Und zum Dritten, dass die Kunden häufig, selbst wenn es erklärt worden ist, es nicht verstanden haben. Und in allen drei Fällen, wenn man das auch nachweisen kann, gibt es dann Schadensersatzansprüche. Das heißt also, man kann sich an die Bank wenden, Schadensersatz geltend machen, der darin besteht, dass man also diese eingezahlte Summe zurückerhält und noch eine Verzinsung für die Zeit, wieder die Laufzeit dieses Zertifikats von ungefähr 3%, weil ja man das Geld in der Zeit anders angelegt hätte. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, was dann in diesem Anlegerfragebogen drin steht, nach diesem Wertpapierhandelsgesetz. Wenn dort also drin steht, den sollte man sich dann zeigen lassen, dass man ein konservativer Anleger ist, der also sicherheitsorientiert ist und so weiter, dann passt natürlich so ein Zertifikat zu diesem Anlegerprofil überhaupt nicht. Das ist natürlich völlig absurd, weil diese Zertifikate sind hochspekulativ, sind auch hochkompliziert. Das würde auch zu weit führen, das jetzt hier im Einzelnen zu erläutern. Also man sollte diese Verluste nicht hinnehmen, man sollte sich auf jeden Fall dagegen wehren und versuchen hier also durch entsprechende Anspruchsgeltendmachung schadlos aus der Sache rauszukommen. Wenn man natürlich zu seiner Bank selber geht, die werden versuchen abzuwiegeln. Also darauf sollte man sich nicht unbedingt einlassen.